Michael Finke von der New York Times? Ich denke, nach 3 Jahren kannst du mich auch Mike nennen. Kannst du dir heute frei nehmen? Ich bin gerade auf dem Weg ins Büro. Mach nicht so lang. Ich liebe dich. Ich wollte mit diesem Artikel das Leben junger Menschen retten. Ich sollte es doch ausschmücken. Ich sagte ausschmücken, nicht ausdenken. Ich habe das Beste rausgeholt, was ging. Sie haben sicher eine Zukunft, Mike, aber nicht bei uns. Weißt du, ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass du nicht mehr für die Times arbeitest. Du hattest dich da in ein ziemliches Arschloch verwandelt. Hallo? Hallo, ich bin Reporter beim Oregonian. Ich hätte ein paar Fragen zu Ihrer Sicht auf den Christian Longo-Fall. Wer? Er hat seine ganze Familie umgebracht. Warum erzählen Sie mir das? Als Sie ihn festgenommen haben, hat er behauptet, er sei Mike Finkel von der New York Times. Und hat er gesagt, warum er sich für mich ausgegeben hat? Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Er galt als intelligenter, unauffälliger Typ. Eines Abends kommt er nach Hause und tötet Frau und Kinder. Das ergibt keinen Sinn. Danke, dass Sie diesem Treffen zugestimmt haben, Mr. Longo. Nennen Sie mich Chris. Also, warum ich? Ich habe alles von Ihnen gelesen. Es ist, als ob ich Sie kennen würde. Ich will Ihnen die Wahrheit erzählen. Nur Ihnen. Obwohl, es spielt sowieso keine Rolle mehr. Die Wahrheit spielt immer eine Rolle. Zumindest für Sie. Diese Story ist absolut einmalig. Das ist eine zweite Chance, verstehst du? Sie sind ein geächteter Mann. So jemand wollte ich nie sein. Wer ist schon der, der er sein will? Hallo? Jill, hey. Schön, Sie kennenzulernen. Chris? Mike hat sich wie ein richtiger Freund verhalten. Ich hoffe, dass wir beide auch Freunde sein können. Ich glaube, dass wir es mit einem extrem gefährlichen Mann zu tun haben. Sie hatten so viele Stories zur Auswahl und entscheiden sich ausgerechnet für seine? Eigentlich hat er sich für mich entschieden. Ich würde eher sagen, dass er sie benutzt hat. Wir glauben, dass sein Fall in einem größeren Zusammenhang steht. Es geht hier nicht allein um mich. Wen? Wen müssen Sie beschützen? Das kann ich nicht sagen. Du glaubst, dass er unschuldig ist, oder? Mein ganzer Ruf steht auf dem Spiel. Geben Sie mich nicht auf. Wollen Sie wirklich derjenige sein, der ihm zur Freiheit verhilft? Hör auf damit! Chris, haben Sie es getan oder nicht?